Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe, bei der ich dir Kenntnisse zu einer Textverarbeitung hier Word 2016 zeigen möchte, die du benötigst, um vorwissenschaftliche Arbeiten, also VWAs, Diplomarbeiten oder Seminararbeiten zu schreiben. Und im 15. Video möchte ich dir zeigen, wie man einen Absatz auf Blocksatz festlegen kann und das aber inklusive einer Silbentrennung einstellen kann. Gut, ich habe jetzt hier einen Absatz ausgewählt. Den kann ich hier mit einem Doppelklick auswählen. Und als erstes, bevor ich die Silbentrennung aktivieren kann, zeige ich dir natürlich einmal diese Einstellung, diese Ausrichtung. Hier wäre der Blocksatz. Ich könnte jetzt hier links ausrichten. Ich könnte es auch rechts ausrichten. Ich habe das schon mal in einem eigenen Video gezeigt. Und hier zeige ich das mit dem Blocksatz. Und jetzt möchte ich aber dann die Silbentrennung durchführen. Das funktioniert aber nur, wenn ich die sogenannte Rechtschreibprüfung eingeschaltet habe. Die habe ich hier in diesem Dokument bis jetzt ausgeschaltet gehabt. Ich gehe jetzt hierher, drücke mit der linken Maustaste einmal hinein. Und hier steht dann, in welcher Sprache dieser Text anscheinend geschrieben wurde. Ich habe hier Deutsch, Österreich festgelegt. Und hier habe ich ja noch festgelegt, Rechtschreibung und Grammatik nicht prüfen. Ich nehme jetzt hier dieses Häkchen weg, klicke auf OK und schon werden hier einzelne Wörter mit einzelnen Farben unterlegt. In roter Farbe, wo es Rechtschreibfehler gibt und in blauer Farbe, wo es anscheinend Grammatikfehler gibt. Und das erklärt sich dadurch, dass dieser Text ja Anfang des 19. Jahrhunderts geschrieben wurde und sich die Rechtschreibung verändert hat. Gut, das soll uns jetzt aber in diesem Moment wenig interessieren. Wir wollen ja jetzt hier die Silbentrennung einschalten. Und ich mache das wieder, ich markiere wieder diesen ganzen Absatz und gehe dann in dem Fall hier auf Überprüfen. Und schaue dann hier, wo ich das mit der Silbentrennung habe. Wo war das noch schnell? Ja, es war hier auf Layout. Und hier bei Layout gehe ich auf Silbentrennung. Und hier ist bei mir noch das Hackl-Gesetz bei keine. Und wenn ich jetzt hier automatisch mache, bitte beobachte dann, was sich hier dann verändert. Gehe auf automatisch. Und es werden hier dann nach Silben, werden hier automatisch dann diese Wörter abgetrennt. Der Text wird dann gewissermaßen verkürzt. Ebenfalls hier bei Einleitungen oder hier bei Ausbildung, denjenigen und so weiter, wird hier diese automatische Silbentrennung durchgeführt. Also du siehst jetzt, wie man diese Silbentrennung durchführt, hier in der Registerkarte Layout auf Silbentrennung kennen und nicht vergessen, vorher die Rechtschreibprüfung einzuschalten, weil sonst funktioniert das mit der Silbentrennung nicht. Danke für die Aufmerksamkeit.